Jetzt weist mich Skype darauf hin, dass ich euch darauf hinweisen soll, dass jetzt aufgezeichnet wird. Aber ihr seht es auch wahrscheinlich. Ich habe es oben in der Ecke stehen. Für mir auch gleich. Wenn du von Jet gesprochen hast, hast du den Pronomen sie genutzt und das habe ich halt auch getan in der Beschreibung von einem Buch. Also da habe ich sehr lange hin und her gezweifelt. Ah, ja. Und im Moment sage ich auch immer er jetzt drüber. Ah, ja. Also tatsächlich ist das so ein Kapitel an sich, halt Buchbeschreibungen. Ja, und, ja. Und auch Untertiteln und so. Aber mir ist bequemer eigentlich im Moment, wenn er gesagt wird von der Hauptfigur. Okay. Ich dachte, ich rette mich so, indem ich Hauptperson und sie sage. Ah, siehst du, über diese Grammatik, da bin ich, ich bin taub für diese Grammatik, weil in Englisch und Niederländisch machen wir das nicht. Ja, da klar. Ja. Stimmt, aber ich höre da nochmal kritisch rein, ob ich das richtig gesagt habe. Und sonst überlege ich gerade, wie man das noch, sonst kann ich das ja vielleicht in der Beschreibung noch hinzufügen. Wär das so in Ordnung für dich? Ja, es ist auch nicht etwas richtig Großes. Es ist etwas, wo ich jetzt so im Nachhinein, wo das Buch schon raus ist, so merke, manchmal, man macht diese Erfahrung, man bringt ein Buch raus und entscheidet sich für eine Beschreibung, entscheidet sich für Sachen und merkt, okay, das ist, da weiß ich fürs nächste Mal so, was so die Punkte sind, worüber ich halt vielleicht länger hätte diskutieren, über nachdenken und so. Ja. Also es war halt so die Wahl auch zwischen so Klarheit oder Entschiedenheit. Ja. Ich hoffe, ich habe der Charakter und die Figur gesagt, aber ich würde das nochmal kritisch nachhören einfach. Das ist natürlich eigentlich auch schön, also wenn es aufgemischt wird, das mag ich auch, wenn es dann einfach nicht bei einer bleibt.